passiert ihr denn beim Internet? So, neuer Tag, neues Glück. Heute befinden wir uns in einer neuen Location. Wir sind hier in einer Futtermittelfabrik. Ja, hier haben wir so die elektronische Steuerung und alles noch. Ja, auf jeden Fall noch einiges gut erhalten ist bis jetzt noch da. Aber wie gesagt, wir sind ja noch am Anfang und dann schauen wir mal weiter. Die alten Feuerungsöfen. Ja. 1986. Da steht natürlich dran. Hier oben sehen wir natürlich den schönen alten Steinofen-Pizza. Ne? Ofen? Nein, natürlich nicht. Keine Ahnung, was hier oben gemacht wurde. Aber was natürlich hier noch schön ist, einen schönen alten Helm. Hier haben wir noch einen schönen alten Kalender von 2003. Ja, aber ich gehe mal davon aus, zu der Zeit gab es hier schon lange nichts mehr. Hier haben wir eine Arbeitsjacke. Weiter geht's durch den Knarksschnee. Hier sind diese Siloschächte. Ja. Da werden wir jetzt mal reingehen und mal gucken, was uns drinnen erwartet. So. Ja,
wir natürlich. So. So. Ja. Alter Steuerungskasten. So. War da jemand um? War jemand um? Leute, weiter laufe ich nicht, aber ich schau, zeige euch das mal. Schon ein bisschen spooky, aber es geht gleich weiter. Drei Stück von den Förderbändern sind noch da. Ob die noch laufen würden, ich denke mal mit ein bisschen oder so, wäre das auf jeden Fall noch möglich. Ja. Ja. Rauf, runter und stopp. So, ich gehe erstmal hierher. Sehr giftige Gase, wer kennt sie nicht? Die alte S6. Was haben wir hier Feines? Umsetzen der Bahnstraße am 12.04.1999. Ja. Dann gibt es hier natürlich. Ich zeige euch das absichtlich nicht wirklich, weil hier sind einige Adressen und persönliche Daten drauf. Ja. Fahrzeugnummern, die das abgeholt haben. Okay, 56 Tonnen. Und das ist natürlich schon ein bisschen was. Ja, eine schöne alte Kanne. Weiter geht es jetzt natürlich hier. Das sind auch noch mal. Da ist so ein Getreide-Selbstglanzzusatz dort oben. Ja, einige Akten sind natürlich noch da. Kleinprotokolle 1996. Draußen habe ich jetzt schon gesehen, ist noch ein Kalender von 2010. Was das Ganze natürlich immer kurioser macht, dass das dann wahrscheinlich doch noch nicht so lange verlassen ist. So. Schauen wir mal, gehen wir erstmal hier rein. Hier haben wir den sogenannten Betriebsraum. Na, für Nachtspeicheröfen. Und natürlich das Schalttableau mit dem Helm. Nochmal ein alter Ofen. Wir schauen mal, von welchem Jahrgang das Ganze hier ist. Von 1981. Das ist natürlich noch nicht so alt.
Na, die Bildzeitung braucht man nicht. Da auch nochmal, hier haben wir einen alten Kachelofen. Ja, ist auf jeden Fall schon ein bisschen was zu sehen hier. Hier haben wir dann die Küche. Ja, mit das, Leute, das ist definitiv kein Kaffee, das ist auch kein Muckerfuck. Das ist dieses Selbstglanzpulver für das Getreide. Ja, hier sind noch ein bisschen Geschirr drin, oder ist noch ein bisschen Geschirr drin. Also mal gucken, ich bin einfach mal mutig. Ein schöner alter DKK-Kühlschrank, noch aus der schönen alten DDR. Und jetzt bin ich hier gespannt. Schockiert's mich? Nein, es stinkt nicht, aber er ist leer und fertig. So, wir werden jetzt rausgehen, draußen noch ein bisschen gucken. Ich habe gesehen, da ist noch eine schöne alte Tankstelle. Da hinten dieses Gebäude, das ist bewohnt. Also immer schön mit Vorsicht genießen und macht bitte nichts von dem nach, was wir hier machen. Insektenspray. So, einmal ausruhen bitte. Und hier haben wir tatsächlich das zweite sehr schöne alte Radio. Ein Kostenbuch. Neue oder altmoderne Bobbycars. Hier haben wir noch einen schönen alten Sack vom Saatweizen, 50 Kilo, ja, anerkanntes Saatgut. Naja. So. HD-Chemie. Ja. Hier hat jemand Spaß gehabt am Kleben. So.